Seit Android 7 kann man Speicherkarten zum internen Speicher formatieren. Wer sich zurückerinnert, weiß, dass das sogar schon mal möglich war, aber gestrichen wurde, weil es die Performance vom Device beeinträchtigt. SanDisk hat dafür eine Lösung. Und weil wir über SanDisk reden, natürlich in Form einer SD-Karte. Die A1-zertifizierte Speicherkarte soll dafür sorgen, dass Apps schneller starten, auch wenn sie von der SD-Karte kommen. Um das zu testen, haben wir hier ein Moto mit einer A1-Speicherkarte und ein Moto G4, das mit einer älteren Speicherkarte auskommen muss. Wichtig zu wissen, es geht nicht nur darum, bis wann die App das erste Mal geöffnet ist, sondern bis wann die App komplett geladen und geöffnet ist. Also schauen wir mal, wie sich die SD-Karten schlagen. 3, 2, 1. Und wir sehen, die A1-Speicherkarte ist tatsächlich schneller bereit und wir können loslegen mit Angry Birds. Hier ist der Unterschied wirklich deutlich sichtbar in meinen Augen. Die alte SD-Karte hat ganz schön mit sich und den Speicherkapazitäten zu kämpfen. Das kann natürlich auch Glück gewesen sein. Also probieren wir es direkt nochmal, und zwar mit Cookie Jam. 3, 2, 1. Hier hat man wirklich deutlich gesehen, dass die A1 schneller unterwegs ist. Und das ist der kleine Knirsch. Sogar direkt mit 256 GB Speicherplatz. Falls ihr euch fragt, ob euer Smartphone mit der A1 kompatibel ist, es reicht, wenn auf eurem Gerät mindestens Android 6.0 oder schon 7.0 läuft. Wenn jetzt noch die Funktion des Adaptable Storage verfügbar ist, seid ihr eigentlich good to go. SD-Kartengeschwindigkeit hin und her? Damit gewinnt man bei Apple natürlich gar nichts. Wer meinen Videos aufmerksam folgt, weiß, dass ich seit jeher auf den iXpand setze und damit den Speicher meines iPhones entlaste. Und auch beim Lightning-USB-Stick steht die Zeit natürlich nicht still. Den iXpand gibt es jetzt auch mit 256 GB. Ihr habt noch Fragen zu den SanDisk-Produkten? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.